Hansa Rostock hat sich im ersten Testspiel des neuen Jahres in Torlaune gezeigt. 14:0 gewannen die Hansestädter gegen VfL Lohbrügge, einen Fünftligisten aus der Hamburger Landesliga. Klare Hausaufgaben für die Spieler. Selbstständiges Laufen im Kampf gegen den Weihnachtsspeck. Spritzig und torhungrig, dementsprechend heute im Spiel. Ist auch immer ganz wichtig in solchen Spielen, auch wenn das natürlich kein Maßstab ist, aber Selbstvertrauen zu tanken, indem man eben halt Tore macht, gerade für die Offensivspieler, das kann nie rückwärts zählen. Erfolgreichster Torschütze heute, Michael Blum mit 4 Treffern. Trainer Fascher setzt alle Spieler ein, dabei auch Heimkehrer Tommy Gruppe und Neueinkauf Emil Rilke. Wie voll wird es eigentlich noch auf der Hansakogge? Ja, wir wollen mal gucken. Bis zum 31. Januar haben wir noch Zeit, wenn es geht natürlich, weil am 26. ist ja schon das erste Rückrundenspiel. Also wir sind noch am Machen und Tun und hoffen, dass wir noch den einen oder anderen Transfer tätigen können. Morgen fliegt Hansa Rostock ins Trainingslager in die Türkei. Mit dabei auch die kranken Spieler Johann Plath und Dennis Berger.